Wie oft hattest du schon ein Fahrzeug, bei dem dir allein der Anblick des Innenraums den puren Ekel ins Gesicht getrieben hat? Und wie oft hast du dich dann gefragt, wie du das Fahrzeug am besten reinigen kannst, dich dabei selbst schützt und einfach nicht krank wirst? Ich bin der Nico von den Autolackaffen und in diesem Video möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, welche Maßnahmen du treffen kannst, um dich selbst und deine Familie zu schützen und das Auto gleichzeitig hygienisch sauber zu bekommen. Danke fürs Zuschauen und jetzt geht's los. Gerade in der jetzigen Zeit ist das Thema natürlich riesig. Wir haben gerade die Corona-Krise. Ich weiß ja nicht, wann du das Video guckst. Aber es ist auch unabhängig jetzt von einer einzelnen Pandemie sehr interessant, weil wir haben jedes Jahr mehrere Krankheitswellen. Sei es die Grippewelle, sei es der Norovirus oder was da alles noch so ist. Sodass ich denke, dass generell ein paar Maßnahmen ganz sinnvoll sind, die man einhalten kann, um sich bei der Arbeit einfach nicht krank zu machen. Weil der Innenraum des Autos ist unfassbar voller Keime, voller Bakterien, voller Schmutz. Da wird ja bei dieser Toilettensitz verglichen. Man sagt, allein an einem Lenkrad ist 10-mal so viel Bakterienbefall wie an einem Toilettensitz. Dazu gibt es jetzt auch ein passendes Video demnächst. Das werden wir hier bald veröffentlichen. Wenn du später guckst, wirst du es verstehen. Aber in jedem Fall haben wir selbst in einem eigenen Auto eine hohe Verschmutzung, einfach weil wir draußen Sachen anfassen, wir tragen sie ins Auto, es vermischt sich mit Schmutz, mit unserem Schweiß, mit unseren eigenen Bakterien. Also wenn wir als Aufbereiter ein Kundenfahrzeug haben, selbst wenn es halbwegs sauber ist, ist dann immer eine hohe Belastung an Keimen und Bakterien vor Ort. Deswegen erster Schritt immer ganz wichtig, sobald du irgendwas vom Kundenfahrzeug anfasst, sei es nur der Schlüssel oder dann im Innenraum, würde ich immer einmal Handschuhe tragen, bei denen du natürlich auch darauf achtest, dass du nach dem Anfassen jetzt nicht dein Handy rausnimmst, dass du ins Gesicht fest, sondern ich habe mir die Regel gemacht, sobald ich in der Aufbereitung irgendwas mache, habe ich Handschuhe an. Wenn ich an meine privaten Sachen rangehe oder den Raum verlasse, ziehe ich sie aus, sodass man einfach wirklich eine Art Grundhygiene entwickelt, um eine sogenannte Keimverschleppung zu vermeiden. Weil wenn ich die jetzt 2 Stunden anhabe und hier alles angefasst habe, inklusive meinem Handy, kann ich sie einfach ausziehen. Das bringt mir dann gar nichts, zumindest nicht im Sinne der Keimvermeidung. Ein weiterer Punkt bei den Einmalhandschuhen, es sind Einmalhandschuhe. Man sollte sie auf keinen Fall wiederverwenden und auch in der Regel alle 10 bis 15 Minuten mal wechseln, weil wenn ich sie ausziehe, habe ich zumindest eine leicht schweißige Hand, je nachdem wie lange ich sie trage, manchmal auch eine stark schweißige Hand. Und auch hier vermehren sich die Bakterien, die ich auf der Haut habe, seitens meiner eigenen oder die, die ich trotzdem aufnehme, weil wir leben nicht in einer sterilen Welt. Es sind überall Keime und Bakterien, das ist auch nicht weiter schlimm. Das können wir ab, wir sollen auch nicht zu viel desinfizieren. Aber sie vermehren sich halt hier extrem und wenn ich mir dann ins Gesicht fasse, ist es auch nicht gut. Also Handschuhe aus, einmal Hände waschen kurz. Handschuhe wieder anziehen. Zum richtigen Händewaschen sehen wir uns auch gleich nochmal. Wir kommen erstmal weiter zur persönlichen Schutzausstattung. Der zweite Teil der persönlichen Schutzausstattung, der ganz wichtig ist, ist in irgendeiner Form ein Schutz der Atemorgane, will ich mal sagen. Das ist jetzt hier eine filtrierende Halbmaske. Das bedeutet, ich habe einen Partikelfilter außen, unten aber auch noch einen Filter, der Gase wegnimmt. Die nehme ich einfach ganz gerne, weil sie gut sitzt und ich lieber mehr wegfilter als weniger. An dieser Stelle könnte man mit Sicherheit auch eine ganz normale Partikelmaske nehmen, wie ihr sie kennt. Es geht halt hauptsächlich darum, einmal die Aerosole, die durchs Versprühen im Innenraum entstehen, nicht einzuatmen und zum anderen aber auch die Keime, die aufgewirbelt werden, der Schmutz, der aufgewirbelt wird, das nicht einzuatmen. Deswegen, sobald ich im Innenraum arbeite, setze ich mir die auf und habe da einfach einen Schutz. Letzter Punkt ist eine Schutzbrille, die dient aber mehr so dem Arbeitsschutz als der Keimvorsorge. Wer jetzt wirklich mal ein richtig verkeimtes Auto hat, kann sich natürlich auch eine Gasbrille, also eine gasdichte Lackierbrille besorgen oder halt so einen Schutz, wie man ihn vom Baumfällen kennt, also ein komplettes Visier, dass man einfach keinerlei Kontakt zum gesamten Gesicht bekommt. Habe ich mal ausprobiert, finde ich ein bisschen hinderlich. Man kommt dauernd ran, kann sich kaum bewegen. Wer es möchte, kann es probieren. Mir reicht hier so eine einfache Augenschutzbrille sozusagen. Und dann noch übergeordnet, jetzt von der Makroebene sozusagen in die größere Ebene oder von der Mikroebene in die Makroebene. Den Körper sollten wir natürlich auch schützen. Das bedeutet, lange Ärmel tragen. Also sobald ich in den Innenraum gehe, ziehe ich mir eine Jacke über oder irgendwas, was meine Ärmel bedeckt und ziehe mir eine andere Hose an. Ich habe generell dann Sachen an, die ich nicht zu Hause trage, mit denen ich mich nicht in mein privates Auto setze, die ich nicht durch die Gegend trage. Also entweder hast du eine Arbeitshose, die du nur auf der Arbeit trägst und auch ausziehst, bevor du dich in dein Auto setzt, oder du nimmst dir einfach zum Beispiel so eine. Das ist jetzt so eine Regenhose, die ist natürlich auch beim Waschen praktisch, werden die Beine nicht nass, aber auch hier, weil man sie einfach mit Chemie einsprühen kann und dann abkerchern kann und die nicht in der Waschmaschine waschen muss, die ziehe ich mir meistens drüber. Und oben drüber ziehe ich mir halt eine Jacke, die ich einfach nur hier trage und nirgendwo anders, weil sonst ist auch klar, setzt du dich irgendwo mit rein, schleppst den ganzen Kram wieder mit nach Hause. Letzter Punkt ist natürlich die Haare. Wer da ein bisschen aufpasst, man kommt selten mit dem Kopf am Sitz, aber zumindest sollte man das nicht. Aber wenn man auch da vorgesorgt haben möchte, kann man einfach eine Käppi tragen oder eine Mütze, die man auch wieder nur hier trägt. Wichtig ist halt wirklich, die Zonen einzuhalten. Wenn hier eine schmutzige Zone ist in deiner Halle oder in einem Teil der Halle, dass du sobald diesen Bereich verlässt,
sauber dich machst, ne? Dass du dich wäschst, dass du deine Handschuhe ausziehst, dass du die Klamotten so weit ausziehst, dass du die Sachen nicht durch die Gegend schleppst und vor allen Dingen nicht in dein Auto schleppst, wo du sie dir dann wieder in deinen persönlichen Bereich holst. Und jetzt gehen wir von der Theorie in die Praxis. Wir betrachten einen Vorgang, der erstmal ganz simpel klingt, nämlich der Kunde kommt rein, stellt sein Auto hin. Was mache ich mit dem Kunden? Was mache ich mit seinem Schlüssel? Was mache ich mit seinem Auto? Kommt mal mit. Trefft euch am besten mit dem Kunden draußen und nicht in der Halle, so könnt ihr wieder Keimeinschleppung vermeiden, außerdem ist die Luft draußen für die Kontamination besser. Den Schlüssel habe ich jetzt bekommen, ich trage weiter meine Handschuhe, er ist schon einmal desinfiziert und jetzt wäre es natürlich trotzdem relativ witzlos, wenn ich ihn in meine Hosentasche packe, wo mein Handy ist, wo mein Schlüssel ist, wo alles ist, mit dem er jetzt wieder in Kontakt kommt. Das heißt, entweder nehmt ihr euch eine Schlüsselbox oder einfach eine Klarsichttüte, in den ihr den reinpackt und dann könnt ihr euch den einfach in die Hosentasche stecken und seid safe. Mit diesen Vorbereitungen getroffen, kommen wir jetzt endlich an unser Hauptthema, an die Reinigung. Ich zeige euch mal ein, zwei Tricks, die wir anwenden, um ja auch hygienisch sauber und nicht nur optisch sauber zu reinigen. So, das ist mein Reinigungswagen, den ich immer benutze, wenn wir nicht polieren. Bestücken wir den immer individuell, außer der Pinselkasten hier, der ist fest. Das heißt, ich habe hier allerhand Pinsel, mittelharte und ganz weiche für innen und außen, je nachdem, wo ich sie halt benutze. Habe hier einen Zottelhandschuh mit für die meisten Oberflächen im Innenraum. Habe hier noch ein Glastuch, natürlich für die Glasreinigung. Noch ein weiches Innenraumtuch für Leder und an alle anderen, ein bisschen empfindlicheren Oberflächen. Habe hier meinen Allzweckreiniger, den ich für den Innenraum benutze. Und jetzt in diesem Fall, weil wir ja über hygienische Reinigung sprechen, auch einen Dampfreiniger. Und wie wir den genau benutzen, was wir in welcher Reihenfolge machen, zeige ich euch jetzt. Ja, beim Innenraum überlegen wir uns natürlich zuerst, was sind die besonders belasteten Bereiche, die wir reinigen müssen. In der Regel gehören dazu die Türgriffe, Rückspiegel, Handschuhfach, Gurte, Handbremse, Schalthebel, Sonnenblende, alle möglichen Bedienelemente und eventuell das Navi-Display, wenn du einen Touchscreen hast. Das heißt, um die Bereiche kümmern wir uns besonders und als erstes im Idealfall mit Dampf, weil Dampf desinfiziert und tötet einfach. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen mit der Feuchtigkeit an den Schaltern und Elementen und am Leder. Für Leder und andere Oberflächen gibt es noch einen Spezialreiniger. Das ist ein besonderer Hygienereiniger, der das Leder besonders schonend reinigt, aber gleichzeitig auch desinfiziert. Für den Rest nehmen wir einen alkalischen Reiniger, weil der eben durch seine Reinigungsleistung auch Keime abtöten kann. Und wie gesagt, für die besonders belasteten Bereiche nehmen wir Dampf. Das Lenkrad ist natürlich aus Leder, aber hier würde ich das einfach mal in Kauf nehmen. Ich mache das ja nicht allzu oft und der Dampf kühlt schon relativ schnell ab, wenn er da rauskommt. Von daher denke ich, kann man das Risiko und den Nutzen hier in Kauf nehmen. Für den ganzen Sitz würde ich das nicht unbedingt machen. Schalthebel ist natürlich auch ein besonders kritischer Bereich, den man dauernd anfasst. Deck ein bisschen die Umgebung ab, wenn du da viel Elektronik hast, damit du einfach darauf achten kannst, dass da nicht zu viel Feuchtigkeit reinkommt und ganz wichtig danach nachtrocknen. Da, wo wir viel Elektronik haben an den Bedienelementen, nehme ich ein Desinfektionsmittel, zum Beispiel Isopropanol, ist wunderbar dafür geeignet. Einfach auf ein Tuch geben und damit gründlich abwischen. Darauf achten, dass der Film noch ein bisschen abzieht und man ein bisschen Zeit hat. Ganz wichtig, das gründliche Händewaschen. Aus aktuellen Anlass zeigen wir es auch hier einmal. Wenn du dir genügend Seife auf die Finger gegeben hast, fang mit deinen Fingernägeln an. Darunter verbirgt sich auch eine Menge Dreck, eine Menge Keime. Nimm noch genug ausreichend, dass du deine befeuchteten Hände komplett einseifen kannst. Lege alle Ringe ab, wenn sie einmal mit eingeseift sind und wasche deine Hände gründlich, beginn mit den Fingerkuppen, dann die Handrückseiten zwischen den Fingern, jeden Finger einzeln und am Ende auch die Handvorderseiten. Das Händewaschen sollte ca. 20 bis 30 Sekunden dauern, aber ich denke mal, das hast du jetzt in den Medien auch oft genug gehört. Anschließend denk dran, dass du auch den Ring nochmal abspülst und entsprechend abwischst und danach deine Hände gründlich trocknest, denn bei feuchten Händen sammeln sich Keime. Entweder komplett mit dem Tuch trocknen oder an der Luft trocknen lassen, bevor du wieder irgendwas anfasst und weiterarbeitest. Nach der Reinigung haben wir natürlich noch eine Kontamination in der Luft und auch in den Lüftungskanälen der Klimaanlage. Bei einem eigenen Auto muss man jetzt nicht unbedingt da regelmäßig was machen, weil das weniger Keime sind, die man selbst einbringt. Wenn man jetzt ein Auto hat mit einer hohen Belastung, wenn man Personen transportiert, weil man medizinisches Personal ist, weil man einfach Angst hat, Keime einzuschleppen oder warum auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist eine Ozonbehandlung. Wer unseren Kanal kennt, weiß, wir sind keine große Freunde von Ozon, aber im Gesundheitsaspekt einmalig, selten kann man das mal machen, um wirklich sicher zu gehen, weil Ozon tötet alle Keime hundertprozentig, ohne Sorge. Wer aber lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen will, kann auch den AirTune-Verdampfer nehmen. Da gibt es wissenschaftliche Studien oder Gutachten, die belegen, dass
bakterientötend ist, oder verschiedene Produkte, die andere Hersteller so zur Verfügung stellen. Sonax hat zum Beispiel gerade ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Die Theorie dahinter ist, nicht desinfizierend zu wirken, also man hat kein Produkt, was Bakterien aktiv tötet, sondern man hat etwas, was jetzt die Luft erstmal reinigt und dann die Luft mit probiotischen Bakterien ersetzt, also den sogenannten guten Bakterien. Nach der Theorie, wenn da schon was Gutes am Bakterium ist, kann kein Böses mehr dazukommen. Ob das funktioniert, kann ich jetzt nicht genau sagen. Die Theorie ist einleuchtend, kann funktionieren. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man auch selber machen kann. Ansonsten meinen Profi mal beraten lassen. Wie gesagt, da gibt es so ein paar Verdampfer, ein paar Lösungen, sodass man wirklich einen Innenraum desinfizieren kann. Weil das, was wir davor gemacht haben, ist eine gründliche hygienische Reinigung, aber keine Desinfektion. So, das ist jetzt einmal ein grob Umschlag, wie man vielleicht mit Kundenfahrzeugen, gerade mit Innenräumen umgeht, wie man die auch wirklich nicht nur oberflächlich, sondern auch tiefensauber und rein bekommt und was man da machen kann, um sich und seine Familie zu schützen. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein.